Hi, liebe Zielgruppe, zu einem sehr, sehr, sehr teuren Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gelesen, Zeit für die Abrechnung. Und wann fangen wir damit an? Immer nach dem Intro. Hier ist sie, die Rechnung. Und das ist weitaus mehr gewesen, als was hier drin ist. Das ist noch Kleingeld. Was immer, wie viel immer noch da drin ist. Mhm. Auf jeden Fall möchten wir jetzt einfach mal sagen, was hat uns das alles gekostet? Und wir gehen natürlich in die Detailtiefe rein, was er da alles gemacht hat. Genau, wir zeigen euch auch noch mal so ein bisschen den Ablauf, was ist genau alles ausgetauscht worden und so weiter in Bildern. Das wird aber Richtung Schluss passieren. Genau, erstmal wirklich das, was alle wahrscheinlich interessiert. Na, was hat es denn am Ende gekostet? Meine Kollegen haben ja schon immer gesagt, wo ich gesagt habe, so viel kostet es weniger. Ach, so viel weniger. Andere kaufen sich davon ein Auto. Genau. Ja, ja. Das muss man wirklich dazu sagen. Also billig ist es nicht geworden, können wir gleich sagen, vorweg. Aber ich glaube, im Rahmen des Machbaren und des Möglichen war es doch noch... Also es wurde okay. Sehr, sehr viel eingespart. Und das nochmal für euch, wo haben wir angefangen? Ne, also wir haben es im letzten Video schon von 88 Tagen gesagt. Wir haben angefangen bei 10.000 Euro. Das war die erste Rechnung, die wir hätten zahlen sollen, bevor du gleich schon wieder ankommst und sagst, das stimmt ja nicht. Ja. 10.000 Euro wäre das erste gewesen. Wir sind bei 32.000 Euro, was dann die Fiat-Werkstatt für uns berechnet hat, was alles hätte passieren sollen. Genau. Und wir sind dann aber zu unserer Werkstatt des Vertrauens einfach hingefahren. Richtig. Da hat meine Schwiegermama wirklich nochmal die glorreiche Idee gehabt, wo wir schon völlig am Verzweifeln waren, wo wir sagen haben, 32.000, was sollen wir machen? Da hatte sie die Idee, fahrt doch einfach zu der Werkstatt, wo wir immer schon mit unseren VWs hingefahren sind und so viel positive Erfahrungen da gemacht haben. Genau, das ist nämlich das Autohaus Balke GmbH. Genau, in Hemlerwald. Genau, falls ihr in der Nähe sein solltet und auch eine gute Werkstatt sucht oder sowas, können wir auf euch wärmstens empfehlen. Denn diese Werkstatt, die kann nicht nur VW reparieren, sondern die kann auch Fiat reparieren. Genau, genau, und das war für uns die Rettung. Bei Fiat idealerweise außerhalb der Garantie. Weil Garantiefälle gehen nicht. Das wird nicht gehen. Und wir hatten keinen Garantiefall, deshalb konnten wir erst recht dahin gehen. Und bei dem einen oder anderen, was vielleicht kommen sollte, ja, mein Gott, Garantie haben wir eh nicht mehr so lange, dann werden wir immer dorthin fahren, weil wir haben wirklich dort Fachpersonal. Die haben auch die Möglichkeit, entsprechend bei Sachen auszulesen, auch zu programmieren. Das können die dort alle. Genau, und ganz wichtig, es sind nur Originalteile. Originalteile von Fiat, die verbaut werden, nur dass sie die günstiger kriegen, nämlich über die Augustin Group. Wenn du es auf Deutsch sagen willst. Genau, also das ist erste Wahl, also erste Qualität und alles ist super. Auch unser Motor ist dementsprechend ein Originalmotor mit 0 Kilometern Laufleistung. Kein Überholter, wie es bei Fiat wäre. Ich finde das sehr lustig, dass du sagst, erste Wahl. Ist das hier Meißner Porzellan? Nee, ich wusste eben nicht, wie ich es sagen sollte, aber das ist Erstausrüster. Nee, Erstausrüster ist es auch nicht. Es ist original. Originalteile. So ist es einfach richtig. Richtig. So, und dann einfach jetzt Buddha bei den Fischen. Wir haben einmal bei der anderen Werkstatt, mit der haben wir auch gute Erfahrungen gemacht, aber die haben ja viel getan. Die haben den Tank ausgebaut, sie haben den Motor gereinigt auch. Ausgebaut, haben da schon einen Teil angefangen. Und das hat Geld gekostet, knappe 1.600 Euro. Genau. Und da sagen wir nochmal danke, danke, danke an euch, weil diese Rechnung konnten wir dank euch wirklich begleichen. Das hat uns wirklich einiges erspart. Richtig, genau. Dann, wie gesagt, wurde das Fahrzeug rübergebracht zu Balke. Mhm. Und auch die Überführungskosten, die kosten ja so ein bisschen was, ich glaube 300 Euro oder so. Genau, das gehen wir Stück für Stück gleich durch. Ja. Auf jeden Fall, die Endsumme ist bei 18.104,39 €. Wir machen es auf den Cent genau hier. Genau. Also insgesamt haben wir 19.600 knapp. 600, 700 bezahlt. Das heißt, wir haben schlappe über 12.000 Euro gespart.
Genau, das ist eine Menge, Menge Holz, eine Menge Geld und da sind wir auch sehr, sehr glücklich. Ja, ich weiß, für andere, ich sag's mal so, so 20.000 Euro oder sowas, die sind natürlich auch nicht ganz klein, das muss man auch so sagen. Aber auch für euch, ja. Uns wirft das halt zweieinhalb Jahre unserer Planung völlig weg. Also wir die nächsten zweieinhalb Jahre, so wie wir sie geplant hatten. Ja, gibt es günstigere Reisen, sagen wir es mal so. Wir versuchen so ein bisschen weniger auf Stellplätzen zu fahren und so weiter, genau. Um dann natürlich auch ein bisschen Geld zu sparen. Natürlich wird es auch mal einen Campingplatz geben oder einen Stellplatz. Auf jeden Fall ist das alles jetzt umgeplant, weil wie gesagt, wir hätten eigentlich für die nächsten zweieinhalb Jahre, wenn das Geld gekommen wäre, hätten wir was anderes vielleicht groß planen können. Das ist jetzt alles halt hin, aber dafür ist Buggy wieder da. Genau. Ja, die Reparaturarbeiten liefen ohne Probleme soweit. Naja. Fast ohne Probleme. Erzählen wir gleich was dazu. Aber wir haben auch noch ein... Genau, es ist ja nicht nur die Reparatur eigentlich da inklusive. Also man hat da schon mehr gemacht. So. Genau, deswegen komme ich dazu. Wir haben nämlich noch einen zweiten Zettel. Das ist dieser Zettel hier. Genau. Und dieser Zettel... Checklist der programmierten Wartung. Genau, das heißt, unser Fahrzeug hat jetzt damit auch eine komplette Wartung. Warum haben wir das gemacht? Macht Sinn, es zu machen. Denn es sind sowieso alle Betriebsflüssigkeiten raus gewesen, die sowieso erneuert werden mussten. Also haben wir gesagt, komm, die letzten paar Arbeiten, das waren noch, weiß ich nicht, 20 Euro, 30 Euro, keine Ahnung, einmal kurz nochmal das Auto durchzugucken. Ist jetzt auch nicht das Problem. Also haben wir gesagt, macht das bitte gleich mit. Und somit haben wir erstmal wieder theoretisch zwei Jahre Ruhe und sind mit der Wartung dann dementsprechend auch hier durch. Das ist auch im Preis mit inbegriffen, aber wie gesagt, Öl und so weiter war sowieso dabei. Kann ich euch sagen, Fiat hat nicht so teures Öl wie VW. Was wir auch nochmal sagen möchten, immer mal wieder nochmal der Dank an euch, weil, wieso, weshalb, warum, ist ganz einfach. Ihr hattet so viele Vorschläge gemacht und ihr habt euch ja bemüht, andere Werkstätten anzuschreiben. Dafür würde ich... total toll, super und vielen Dank. Wie gesagt, wir haben den großen Vorteil gehabt, wie gesagt, wir haben eine Werkstatt, wir sind da seit Jahren, sind wir dort. Und wir waren damals schon traurig, dass wir halt ein anderes Fahrzeug gekauft hatten und gesagt haben, wir können nicht mehr dahin fahren, das ist ja auch blöde. Traurig sein müssen wir nicht mehr. Nein. Wobei wir natürlich jetzt nicht unbedingt vorhaben, jedes Mal dahin zu fahren, weil eigentlich möchten wir, dass dieses Auto gut und in den nächsten Jahren uns unterstützt. Aber zur Wartung können wir beruhigt dahin fahren, die können das für uns machen und das ist doch das Super, das ist doch das Beste. Genau, aber ich glaube, der eine oder andere wird sich natürlich trotzdem fragen, 18.000 Euro, was ist da alles drinne? Ja. Denn holla die Waldfee, das ist natürlich eine Summe, ohne Frage, hätte ich mir nie gedacht. Also es ist, glaube ich, die teuerste Reparatur, die ich je hatte. Ja, ich definitiv auch. Und ich glaube, das kann fast jeder sagen, das gibt es nicht so oft. Also Autoreparaturen, okay, wenn du bei, ich weiß nicht, wie heißt das, Tesla eine Batterie tauscht, könnte es teurer werden. Ja, das mag sein. Aber ich sag's mal so, in so einen Motor zu tauschen in jedem anderen läpperlichen Auto wäre viel billiger. Das sage ich mal gleich so. Genau. Und jetzt gehen wir in Media Res. Stefan wird euch jetzt einfach mal auf... Genau, ich sag jetzt euch einfach so mal ein bisschen die großen Teile, die halt ein bisschen mehr Geld kosten, sag ich mal. Genau, die sagst du gleich. Gleich, genau. Ich sag dir das. So, seid mir nicht böse, wenn ich hier mehr auf den Zettel gucke, als euch anzuschauen, weil ich muss natürlich ein bisschen ablesen. Das ist dann doch eine ganze Menge gewesen. Freut euch auf die Outtakes. Ja, ja. So, also, fangen wir mal an. Was haben wir denn hier so alles? Also, natürlich, das Größte ist der Motorblock. Logischerweise, das ist der Zylinderkopf, Motorblock und alles drum und dran. Original Iveco, denn wir haben hier eine 160 PS Maschine und das ist dann Iveco Motor, ne? Ja, das ist auch für Iveco, genau. Ne, ich frage ja, weil ich glaube, der 140er wäre ein Original Fiat gewesen. Irgendwann habe ich das mal gelesen. Genau. Aha, ich kenne Technik. Okay, also du hast halt den verstärkten Motor und das ist der... Da kann Fiat nämlich nicht, da brauchen sie Iveco für. Die haben sie wohl irgendwie zusammen produziert. Ist auch egal, auf jeden Fall der Motor, das ist ein Originalteil. Und wir können euch auch sagen, wann er produziert wurde. Das blenden wir dann auch nochmal gleich ein. Ich weiß nicht, am... Ja, das sagst du dann, weil wir gehen dann nochmal durch, wann das Teil und da kann er die auch euch... Das sage ich dann nochmal dazu, genau. Ansonsten haben wir natürlich... Aber was hat er denn gekostet? Achso, ja, der liegt bei knapp 6.000 Euro. Da ist allerdings auch schon der Dieselpartikelfilter mit drin. So, dann haben wir natürlich sämtliche... Also ein Ölfilter und
Radlager, Muttern, die neu mussten natürlich. Wir haben zwei neue Mütter bekommen. Oder? Ja. Noch mehr Mutter? Ja, am Fahrzeug, genau. Achso, gut. Dachte schon, ich habe noch mehr Schwiegermütter bekommen. Zündanlassschalter, warum wir den brauchten, werden wir euch auch nochmal sagen. Kühlmittel ist natürlich klar, Öle sind auch klar. Dann haben wir Motordichtsatz, Ladeluftkühler, Abgassensoren, Temperatursensoren, Turbolader, auch neu, logischerweise. Zahnriemensatz, auch wiederum dabei. Wenn du hier die ganz teuren Preise hast, sagst du mal ungefähr, was das gekostet hat? Weil ich sehe hier was von 1400. Also Turbolader war schon mal bei 800 Euro so knapp, ne? Also nur, dass ihr mal so um den Dreh habt. Ladeluftkühler liegt auch bei 600 Euro. Also ne? Das sind schon mal wirklich teurere Teile. Einspritzdüsen, da liegen die auch so bei 270 pro Stück. Haben wir 4 Stück natürlich von gehabt. Dann haben wir natürlich noch die Einspritzpumpen. Das ist sozusagen die Hochdruckpumpe, die liegt bei 1400. Glühkerzen, die sind gleich mal mit neu. Logischerweise brauchten wir die nicht aus dem alten ausbauen. Dann haben wir, was haben wir denn dann sonst noch alles? Ach, sämtliche Leitungen und so weiter, das waren auch noch mal einige. Kühlmittel Euros. Und sowas alles. Genau, das ist klar. Dann natürlich die Arbeitslohn. Der Arbeitslohn, der liegt auch bei irgendwie was mit 3, glaube ich, habe ich ausgerechnet. Genau, circa 3000 Euro. Sind 30 Stunden 75. Genau, 30 Stunden 75 waren es. Das war allerdings nur der Zusammenbau, denn die andere Werkstatt hat ja noch den Auseinanderbau übernommen. Genau. Also das heißt, da ein paar Arbeitsstunden sind da dementsprechend schon angefallen. Genau. Also das ist so mal das Grobe, was ihr mal ungefähr wisst, was eigentlich neu gemacht wurde. Ein bisschen Tankkosten waren da auch noch mit bei. Das ist jetzt nicht viel gewesen. Genau, aber da haben wir auch definitiv auch gleich von vornherein gesagt, weil wir ändern ja was in unserem Verhalten. Ne? Nicht nur, dass wir Liqui Moly nutzen. Genau, das ist das Liqui Moly. Für dieses Bakterien, also für die Dieselpest, das ist ein Aktivmittel. Wenn man Dieselpest hat im Tank, kann man das benutzen, aber man kann es auch zur Vorbeugung benutzen, nämlich wenn ihr das Fahrzeug abstellt, habt ihr hier genau das richtige Mittel. Dazu wird es aber nochmal ein spezielles Fachvideo geben, wie man wo was dosiert, wie man was machen kann, um den Wagen winterfest zu machen, später noch einmal. Kommt definitiv ein Sondervideo. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil er nicht immer alle Preise so genau sagt. Also die Abschleppkosten haben 300 Euro gekostet. Also auch genau. Die sind inkludiert von der einen Werkstatt in die andere Werkstatt. Ja, jetzt kommen wieder wahrscheinlich einige von wegen, das hätten wir günstiger und so weiter und so fort. Ihr dürft nicht vergessen, der Motor war auseinander. Das heißt, dieser Wagen war in Einzelteilen. Ihr hattet sämtliche Einzelteile. Die Bilder zeigen wir ja auch gleich. Mit transportiert werden mussten. Also es war natürlich nicht ganz so easy, also war das schon echt ein guter Preis. Genau. Das waren auch so, weiß ich nicht, so 50 Kilometer, naja, nicht ganz. Ja, 30 Kilometer, aber gesagt, ist egal. Wir haben mal nachgefragt, also ADAC und so wäre teurer geworden. Also da ist auf Kilometer teilweise, weil... Und ADAC, wir sind zwar im ADAC, aber der übernimmt das natürlich nicht, weil der Wagen schon in der Werkstatt ist. Genau, also nicht so einfach. Und ich glaube, jetzt ist es soweit. Erzählen wir, warum der Zündanlassschalter neu musste. Das erzählen wir jetzt? Ja. Ich dachte, das erzählt sie im Gesamten, aber anscheinend nicht. Doch, mache ich im Gesamten, dann machen wir das so. Das machen wir im Gesamten, das heißt, ich kann mich jetzt ins Bett legen, weil jetzt wird das für mich sehr uninteressant, weil ich kenne das alles schon dreimal, viermal. Aber, großes Aber, ich werde gleich hier die Kamera stoppen, euch umstellen und dann hat der Mann genau 3 Minuten Zeit, auweia, euch das zu erklären. Er sollte sich also sein Handy schon mal schnappen, weil da sind die Bilder, denn er muss es anhand der Bilder euch erklären. Er hat es nämlich selber nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Also, wie gesagt, wenn ihr gleich auf der anderen Seite steht, genau 3 Minuten, mal gucken, ob er schafft. Begonnen hat das ganze Drama natürlich damit, dass angeblich der Dieselpartikelfilter und der Turbolader-Defekt sind, die wurden auch ausgetauscht auf Fiat-Kosten, Gott sei Dank. Man hat allerdings ein bisschen natürlich dann nochmal später herausgefunden, dass wir die Dieselpest haben. Das heißt, ich habe euch hier mal ein bisschen den Tank nochmal zusammengesetzt. Der musste dementsprechend ausgebaut werden. Da sind die ganzen Einzelteile nochmal dazu. Dann haben wir natürlich festgestellt, dass der Motor defekt ist. Also auch dort haben wir nochmal ein paar Bilder hier dazu. Da gab es halt Einschüsse in die Wand und in den Kolben. Dort haben sich Keramikteile eingebrannt, deswegen ist der Motor halt auch dann dementsprechend kaputt gegangen. Wir haben hier nochmal den alten Motor. Das ist nämlich schon in der neuen Werkstatt, wo er im Prinzip auseinandergenommen wurde. Dann haben wir den neuen Motor dazu.
Das ist im Prinzip einfach auf so einer Palette gekommen, in so einer Kiste. Ein neuer Motor, wie gesagt. Was habe ich gesagt? Wann wurde der produziert? Können wir euch auch einblenden. Da haben wir nämlich das Produktionsdatum. Das war der 30.11.22. Also so alt ist er ja noch gar nicht. Wir haben hier nochmal den Motor, wo ihr ein bisschen den Zahnriemen sehen könnt. Also auch der musste natürlich neu gemacht werden und aufgesetzt werden. Ist das der Keilrippenriemen? Nee, das ist der Zahnriemen. Keilrippenriemen haben sie auch nochmal, glaube ich, irgendwann erneuert. Allerdings ist der dann draußen. Also das ist jetzt wirklich der Zahnriemen gewesen. Kostet 200 Euro. Ja, das kommt hin. So, dann haben wir noch hier das Getriebe. Das ist der Wandler. Da könnt ihr im Prinzip auch mal reinschauen in den Wandler. Das ist die Wandler-Kupplung sozusagen. Wobei Kupplung ist ja auch so ein bisschen, naja, falsch gesagt. Die Verbindung auf jeden Fall, die im Öl dann dementsprechend läuft. Dann hatten wir schon den Motor, der dann schon relativ weit zusammengesetzt war. Da sind schon die neuen Teile alle verbaut an dem Fahrzeug. Dann kamen die Betriebsflüssigkeiten in das Fahrzeug, wo der Motor natürlich schon dann eingebaut war, logischerweise. Die waren also alle ganz fleißig und haben da gerade die Betriebsflüssigkeiten aufgefüllt. Ja, das war es doch eigentlich schon so gut wie. Ja, Bilder von der Hochzeit haben wir keine. Nee. Weil da haben sich die Mechaniker wirklich drum bemüht. Ja, also es gibt da so noch ein paar Bilder, da muss ich jetzt nochmal in die andere App reinwechseln. Und genau, da haben wir nochmal so ein paar Bilder. Also ihr seht da nochmal so ein bisschen den Motor nochmal einzeln draußen stehen und dann dementsprechend nochmal die Einzelteile, die dann im Prinzip daneben lagen. Also das heißt der Tank und die Anbauteile, wo man im Prinzip die Schnauze vorne des Fahrzeuges natürlich wieder sehen kann. Ja, das ist eigentlich die große Reparatur gewesen. Schon mächtig. Einmal hier haben wir noch das Lüfterpaket. Das hatte ich noch vergessen. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Ja, das Lüfterpaket, das ist im Prinzip auch nur Einzelteile und dann werden die Betriebsflüssigkeiten wieder aufgefüllt. Das war's. Große Operation. 7 Sekunden hat er länger gebraucht. Ausnahmsweise mal. Aber wir haben nicht so viel Zeit mehr, weil schon wieder ist die Batterie alle. Ja, dann Attacke. Wir sind froh, dass alles wieder läuft. Wir sind froh, dass wir zur Autohaus Balke fahren können. Also das haben wir euch nicht gesagt. Autohaus Balke, weil das Autohaus ist eine reine Werkstatt. Das hat wirklich seine Vorteile. Genau. Für mich ist das nämlich ganz wichtig, weil die konzentrieren sich wirklich ausschließlich auf die Reparaturen. Und das merkt man auch. Das habe ich bisher bei jedem Autohaus. Sie haben halt den Verkauf. Da konzentrieren sie sich mehr drauf, Fahrzeuge zu verkaufen. Natürlich ist das Beigeschäft auch die Werkstatt, aber es ist immer so ein bisschen, naja, der Neuverkauf und so weiter ist immer ein bisschen wichtiger. So kommt das mir bei den Werkstätten immer vor und da werden halt einfach nur Teile getauscht. Hier ist das eben im Prinzip nicht so. Man wird halt wirklich genau gucken, was ist denn kaputt. Und ja, Zündanlassschalter, der Wagen ist nämlich nicht angesprungen. Das war nämlich nur das Problem. Alles zusammengebaut und dann sprang dieser blöde Wagen nicht an. Dann sind wir da sogar nochmal hingefahren, haben nochmal geguckt und haben geholfen, versucht zu messen und so weiter, Ströme zu messen, dann was zu überbrücken, hat alles nicht geklappt. Im Endeffekt war es... Also Florian, um auch mal den Namen zu sagen, genau, also unser Meister da. Genau, der hat im Prinzip dann herausgefunden, dass der Zündanlassschalter kaputt ist. Und hat den noch ausgetauscht und wunderbar, siehe da, sofort angesprungen, ohne Mucken, ohne Zurren. Also, ja, die haben das System komplett vorher entlüftet und der ist direkt angesprungen. Genau. Der wollte sofort starten. Auf jeden Fall haben wir uns natürlich auch schon bei Autohaus Balke, den ganzen Team Balke bedankt. Genau. Das seht ihr jetzt auch kurz eingeblendet. Also so eine kleine Naschwerkzeugkiste haben wir ihnen zur Verfügung gestellt. Genau. Und dass sie einmal bisschen Essen bestellen die Mannschaft kann. Da essen kann. Gut. Jetzt soll es das wirklich gewesen sein. Bleibt gewogen, bleibt gesund. Wenn ihr Fragen habt, war euch einiges zu wenig, immer rein in die Kommentare. Wie hatte ich gesagt, wenn wir mindestens 7 Fragen bekommen, dann machen wir ein weiteres Video. Sonst versuchen wir das zu beantworten in den Kommentaren. Genau, und zu diesen ganzen Additiven und so weiter wird es wirklich noch ein fachliches Video zu geben. Das machen wir im separaten Video, weil das wird zu viel. Genau, das schaffen wir nicht mehr. In diesem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund, abonnieren, kommentieren, liken und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.
seid mir nicht böse, wenn ich das etwas hier ablese und euch nicht anschaue, aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen viel sozusagen. Darf ich auf dich böse sein? Nö, auch nicht. Dann gucke ich ja das Schiffchen an. Kannst du es ein bisschen schneller machen? Ich glaube, ich habe dir das letzte Mal 3 Minuten gegeben. Nee, das war für was anderes. Dann machen wir nochmal Stopp. Nee, mach ruhig jetzt mal, aber flotti galotti, nicht so langsam. Machen wir mal Stopp. Nein, los, hopp. Hier wird nicht gestoppt. Nee, machen wir mal Stopp. Ich muss aber mal gucken, da muss ich anfangen. Ich habe falsch angefangen. Ja, siehst du, er fängt falsch an. Los, Abmarsch hier. Fang von vorne an hier. Nein, wir machen nicht Stopp. In der Abrechnung können wir ruhig sein. Wir sind authentisch. Nein. Doch. Nein. Ich schneide das sowieso, also interessiert das gar nicht. Ich schneide das, weil du ja gar nicht die Bilder machen kannst. Seh zu, los, fang an hier von Nein, unten. Jetzt mach Stopp. Nein. Doch.